Ach, das darf doch nicht wahr sein. Herr Philipsen, könnten Sie Ihr externes Gehirn da mal weglegen? Oh, was, Herr Funke, gucken Sie mal. Ich habe hier eine neue App. Ich könnte jetzt per Knopfdruck direkt über Ihnen die Sprinkleranlage anstellen. So ein Smartphone, super. Damit weiß man alles. Wir wissen gar nichts. Wir denken nur zu wissen, damit alles erträglich erscheint. Oh, ist das von Ihnen? Von Hegel. Hegel? Eishockeyspieler beim EHC Füssen zwischen 99 und 2004. Hegel war ein Philosoph. Auch. Der Mann scheint eine Mehrfachbegabung gehabt zu haben. Es ist ein digitaler Irrsinn voller Hater und Trolle. Dann brauchen wir unbedingt mehr Hobbits. Statt Wut und Hass mehr Mut und Spaß. Recht hat er. Also, auf geht's. Herr Rüder, ich muss Ihnen ja noch eins sagen. Die Menschen sind glücklich, weil sie in der Zukunft angekommen sind. Verstehen Sie? Ja, die sind in der Zukunft. Und zwar, die sind alle voll digital. Ostwestfalen ist ganz digital. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das ist ja, alles ist digital. Ich liebe diese Digitalität. Ich muss das wirklich sagen. Ich habe auch hier so einen Teil. Ich könnte jetzt hier mit meinen Apps auf dem Smartphone, könnte ich jetzt per Knopfdruck, wenn die Leute nicht gut drauf sind, auf der rechten Seite die Sprinkleranlage anmachen. Aber sicherlich, Herr Rüther, gucken Sie, alles ist digital. Nee, ja. Gucken Sie, viele Leute haben sich ja jetzt diese Fitnessbänder gekauft, diese Optimierungsbänder. Ja. Meine Frau hat sich auch so einen Teil gekauft. Die muss jetzt jeden Tag 10.000 Schritte machen. 10.000, das wird per GPS-Signal und Rüttelmechanismus wird das gezählt. Wenn die am Abend mit ihrem Laufprofil nicht fertig ist, dann läuft die so durch die Küche. Sicher. Neulich Abend war die so defizitär. Ja. Da hat die Optimierungsband unserem Dackel an Schwanz gehängt. Das ist ja. Mein alter Kumpel Ewald, der hat auch so ein Optimierungsband, der hat aber alle Werte auf 100%, der macht alles richtig. Das ist ein Optimierungsweltmeister. Der hat alles richtig. Der macht aber auch alles. Jeden Montag macht der Check-up beim Arzt. Einmal im Monat Darmsanierung, Entschlackungstee, Blutreinigungskapseln, Yoga macht er. Atemseminar hat er gemacht, der kann jetzt atmen, der Ewald. Beim Essen macht er alles richtig, keine Koteletts mehr, keine feste Nahrung. Nur noch diese Spinatschmusis. Schmusi. Ja und? Was ist jetzt mit dem Ewald? Tot. Der ist überfahren worden. Beim über die Straße gehen hat er die Werte gescheckt. Kam Opel Vectra. Paderborner Kennzeichen. Hast du keine Chance? Gucken Sie mal, ich meine, es ist alles miteinander vernetzt. Alles. Wir alle. Sogar die Kleidung ist online. Ich war in 2 Jahren, sitzt hier keiner mit was an dem Leib ohne Schipse drin. Meine Jacke ist ein Prototyp, die sendet mir per Bluetooth. Auf die iWatch, auf die Eieruhr. Online. Sendet die Jacke, wenn's kalt ist. Ja, und dann? Ja, dann weiß ich, dass es kalt ist. Ja, und dann? Sind Sie doof oder was? Nein. Dann weiß ich, ich friere und die Jacke ist scheiße. Herr Rüther, ich hatte Ihnen das vorher gesagt. Inklusion hat Grenzen. Sie sind nicht auf der Höhe der Zeit, sind Sie nicht. Meine Socken sind auch Prototypen, die piepsen, wenn sie gewechselt werden müssen. Warum wechseln Sie dann nicht? Ja, ich habe kein WLAN. Boah.
Also jetzt übertreiben Sie mal nicht bitte. Es ist ja nicht so, dass demnächst meine Darmspiegelung als Leuchtreklame in Taipei projiziert wird. Wieso demnächst? Sie hatten letzten Mittwoch Riesenerfolg. Sie hatten Top-Klickquoten. Sie haben 3 Millionen Follower mit Ihrem Film Into Darkness. Herr Funke, wenn Ihr Haushalt irgendwann voll digitalisiert ist, ja, dann werde ich Sie hacken. Alles. Licht, Heizung, Jalousie, alles. Und Ihr Kühlschrank wird nur noch Brokkoli und Rosenkohl bestellen können. Und daraus wird Ihre Küchenmaschine einen Smoothie pürieren. Den können Sie dann bei 50 Grad Celsius im Dunkeln mit Ihrer Schwiegermutter schlabbern. Denn die habe ich per WhatsApp eingeladen. Eine Flucht ist unmöglich. Die Schließanlage kontrolliere ich. Und aus den Lautsprechern kommt in Dauerschleife The Greatest Hits of Bata Illich. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Moment, Moment, Moment mal. Moment, Moment, Herr Rüther, wenn ich mich da ganz kurz einmischen dürfte. Sie müssen sich der Zukunft auch mal stellen. Der Moderne, verstehen Sie? Er hat zu Hause immer noch so ein 56K-Modem. Kennen Sie das? Das sind diese Teile, die man... Wirklich, wenn man bei Herrn Rüther ist, weiß man nie. Ist Herr Rüther im Internet oder seine Frau eine Kaffeemaschine? Wirklich, Herr Rüther, gucken Sie mal, Sie müssen sich der Moderne stellen. Ich gebe zu, die jungen Leute haben das leichter, die lernen das automatisch. Unsere Kinder, die haben zum Beispiel diese Spielzeuge, die sind alle online, aber sowas von online. Kennen Sie die? Hello Barbie, kennen Sie das? Hello Barbie, kennen Sie? Das ist eine Barbie-Puppe, mit der kannst du quatschen und dann nimmt die alles auf, sendet die Gespräche in die USA auf einen Server. Dort wird das Gespräch weiterentwickelt, kommt zurück in die Barbie rein und dann kann man am nächsten Tag da weiter quatschen, wo man aufgehört hat. Verstehen Sie? Das ist super. Stellen Sie sich vor, Ihre Tochter sagt zu Barbie, Barbie, ich will ein Pferd haben. Ich will ein Pferd haben. Dann sendet Barbie sofort eine Anfrage an Ihre Sparkasse. Und wenn es auf dem Konto so schlimm aussieht, wie Sie gerade gucken, dann kommt das Notsignal von der Sparkasse zurück an Barbie und Barbie sendet sofort ein YouTube-Signal und ab morgen sieht Ihre Tochter von morgens bis abends immer nur die 1000 schönsten Reitunfälle aus Europa. Ja, was? Was ist das? Oh, Barbie. Schrecklich. Was meinen Sie, wie schnell die sich ein Meerschweinchen wünscht? Hm? Ein Albtraum, der nächste Diktator kriegt dieses Volk doch schlüsselfertig ausgeliefert. Ja, die nächste Stasi-Puppe muss nur die Verhöre machen. Die Chinesen machen doch sowas schon. Unglaublich. Herr Rüther, mal locker bleiben. Ja, ja. Entspannen Sie sich. Ja, ja. Atmen Sie Ihren Namen durch die Knie. Oh, hören Sie auf. Locker bleiben. Gucken Sie mal, Sie können doch einfach mal vielleicht mit Barbie ein bisschen quatschen. Probieren Sie es doch mal. Ich werde den Teufel tun. Ja, Sie können es mal machen. Nein, können Sie mal einfach mal sagen. Ich mach das nicht. Können Sie mal ein kleines bisschen machen? Nein. Bitte. Ich mach das nicht. Bitte, 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 bitte. Halt auf. Hallo, ich bin Barbie. Wie heißt du? Das ist Herr Rüther. Hallo, Roswitha. Wollen wir Freunde sein? Nein! Boah, was ist das? Ich habe ein Pferd. Sollen wir reiten? Ach, stimmt ja. Dein Papa kann sich ja keins leisten. Ich bin nicht meine Tochter. Ich glaub, du bekommst kein Pferd, weil deine Eltern dich nicht lieb haben. Halt's Maul. Du bist dumm. Du hältst mir den Mund zu. Meine Lautsprecher sind in den Ohren. Ich hab ein Pferd und du nicht. Hau ab! Ich hab ein Pferd. Oh, ein Albtraum. So, und du nicht. Sei still! Herr Rüther, so kann man es auch nicht machen. Alter, warum ist das? Ich hab aber ein Pferd. Sei still, du Stasi-Tuschi! Ja, die Kindheit hat sich eben verändert, nicht wahr? Heute sind sie alle online, nicht wahr? Wir haben ja noch draußen gespielt, wir waren die letzte Generation. Wir waren unsere Vorbilder, Michel aus Lönneberger. Ja. Das war unsere Welt. Lieber Michel war ein Lausejunge aus einem Dorf in Schweden. Herrlich. Machte viele. Ja, das war noch eine Kindheit, die ich noch verstanden habe. Der Michel, der hat die Schwester an der Fahnenstange hochgezogen. Der hat die Lina vom Scheunendach geschubst zum Zähneziehen. Der hat die Hühner besoffen gemacht, die Schweine abgefüllt. Ich würde sagen, der Junge war seelisch in der Balance. Ja. Aber wenn ein Junge heute sowas bringt, ja, in einer deutschen Regelschule, ja, dann ist aber wirklich was los. Dann ist aber Alarm. Da klingt aber das Michel-Lied ganz anders.
Michel hat einen Förderschwerpunkt, ist Erziehung schwierig, machte viele Streiche, jetzt kriegt er Ritalin. Denn zu Hause sind Vater, Mutter meist so gut wie nie da, jetzt kriegt er Ritalin, das freut die Lehrerin. Sing Dudeldei, Benzodiazepin. Sing Dudeldei, jetzt setzt er sich brav hin. Sing Dudeldei, Methylphenidat. Sing Dudeldei und keiner dreht am Rad. Aber das liegt doch hauptsächlich wirklich an den Eltern, nicht wahr? Gehen Sie doch mal auf so einen Kindergeburtstag heute. Da werden Oscars vergeben, Oscars unter den Eltern, nicht wahr? Für den besten Betreuungsschlüssel, für das beste Spiel fürs laktoseintolerante Kind. Hör mal, wir waren doch früher nicht laktoseintolerant. Wir haben doch auf dem Geburtstag einfach die 60 Schokoküsse gefressen. Und dann sind wir nach Hause und haben in Eimer gekotzt. Und wenn wir fertig waren, hat Mutter gesagt, komm, Essen ist fertig, weiter geht's. Laktoseintolerant. Heute sind alle Kinder laktoseintolerant. Ich frage, warum? Soll ich's Ihnen sagen? Weil wir Eltern ganz schwer ein an der Schacke haben. Wir haben völlig verlernt, dass eine Schwangerschaft 9 Monate dauert. Ich schwöre, da gibt's keine Vertragsverlängerung. Ich kann mich doch erinnern, ich bin damals auch nach 9 Monaten einfach so bei der Kartoffelernte in den Sand gefallen. Er kommt aus der Ecke Bad Driburg. Da ist das heute noch so. Herr Philipsen, sind Sie Hansa oder Grata? Gucken Sie sich doch mal um morgens. Hier, was weiß ich, 7 Uhr, hört man doch in einigen Städten, hier in Münster, wo wir herkommen, nicht wahr? Morgens, da gehen die Fenster auf, da rufen schon die jungen Mütter hinaus, nicht wahr? Sebastian. Schon flitzen die Mütter hinaus auf den Spielplatz, wo das Kind gerade dabei ist, den ersten Fuß auf die unterste Sprosse zu setzen. Und die Mutter tanzt, um Gottes Willen, Junge, pass auf, Mama hat das Bergsteigergeschirr nicht mit. Oder jetzt hier, samstags, da sind die Väter immer dran. Väterdienst auf dem Fußballplatz, da betreuen die die Kleinen hier immer so. Immer an die Linie gehen die immer entlang, ne? Lauf! 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 Halt! 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 150 Kilo über die Gürtelschnalle hängen haben. Und dann den Kindern zurufen: Lauf! 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 Das größte Problem ist, dass das Kind den Vater mit dem Ball verwechselt. Das ist ein Problem. Oder gehen Sie in unsere Schulen? Was ist in unseren Schulen los? Hier. Wenn ihr Kleiner den nächsten 3 Minuten Kartoffeldruck kriegt, da gehen wir doch sofort hin zu der Lehrerin und sagen: Entschuldigung, der Kleine kriegt doch keine 3 Minuten Kartoffeldruck. Doch. Wieso das denn? Das Referat war so schlecht. Das kann doch gar nicht sein, das habe ich doch selbst geschrieben! Und wenn die dann keine 2 Minus im Kartoffeldruck ausrückt, dann steigen sie auf, die Helikopterstaffeln der Eltern. Bewaffnet mit Rechtsanwalt Bazookas setzen sie an zum nächsten Flächenbeschwerdebombardement gegen die Lehrer, nicht wahr? Und was haben wir in Deutschland? So viele Lehrer, die so einen Schiss haben, nicht wahr? Da können Sie mal einen Test machen. Komm, können wir heute Abend hier machen. Hier, wo sind die Lehrer? Einmal aufstehen. Komm, hier, Afer. Ja, wo ist denn das Lehrerlein, hä? Da ist er, guck mal, da ist er. Der ist noch mutig. Der hat keinen Schiss, dass aus dem nächsten Gebüsch irgendwelche Eltern ballern. Mich hat aber neulich eine sehr, sehr, sehr verunsicherte Lehrerin angerufen und hat gesagt: Hier, Herr Philipsen, Ihr Sohn soll nachsitzen. Da habe ich gesagt: Ich bitte drum. Da hat sie gesagt: Ja, wann hat er denn Zeit?
Das ist das Ergebnis, wenn wir Eltern unsere Kinder heute erst dann abstillen, wenn der Bart des Sprösslings am Busen der Mutter kratzt. Ich bin fertig. Philipp. Aber Herr Philipps, da müssen die Familien aber auch mal verstehen, dass ja auch Stress überall über 200.000 Scheidungen pro Jahr in Deutschland, nicht wahr? Und in meisten Fällen geht die Frau. Das ist das Problem, das wird mich ja nicht stören. Wir Männer merken nie was, denken, was hat sie denn? Ich habe schon 2 Jahre nicht mit der geredet, da war kein Streit und nix. Dann sagen die Frauen immer vom Richter, ich kann mit meinem Mann nicht reden. Was ist das denn für ein Argument? Ich kann mit meinem Mann nicht reden. Da kann sie genauso gut sagen, ich schaffe mein Aquarium ab, meine Fische können nicht fliegen. Und jetzt haben wir im ganzen Land überall Patchwork-Familie, Patchwork, nicht wahr? Da muss sich das Volk erstmal dran gewöhnen, seelisch auch. Und Amy Winehouse hat alles Notwendige zum Thema Patchwork in Deutschland ja schon gesungen gehabt, die Amy, zum Thema Patchwork. Hühnis am heulenden Bab, sie hat einen neuen No, No, No. Das ist Wolle aus der Kita, der früher mit der Rita No, No, No. Die hat sich nicht gefreut, ist jetzt beim Therapeut. Das ist Dieter, den Lidrita, doch der ist Profi und sagt No, No, No. Günni hat die Kinder jedes zweite Wochenende. Das ist der Max, die Leonie ist von dem anderen. Doch das macht nichts, denn sein eigener Sohn, der Janis, wohnt in Gütersloh bei seiner Ex, ihrer Mutter. Janis ist schon 9 Jahre alt. Und Günni drückt sich um den Unterhalt. Günni ist am heulenden Bob, sie hat einen neuen No, No, No. Das ist Wolle aus der Kita, der früher mit der Rita No, No, No. Dieter sagt Rita, sie soll unter Menschen gehen. Jetzt will Rita mit der Tochter in die Disco, doch die sagt No, No, No. Günni meint, die Babsi bleibt sowieso nicht beim Wolle. Wolle ist schon 2-mal geschieden und hat selber keine Kohle. Und ihr Zimmer kriegt jetzt die Leonie. Die hasst jetzt voll die Babsi und ist auch in Therapie. Beim Dieter, was diesen langsam stresst. Denn Dieter ist ihr Papa, was den Günni aber nicht verletzt. Günni ist am heulenden Bab, sie hat einen neuen No, No, No. Das ist Wolle aus der Kita, der früher mit der Rita No, No, No. Und kommt dann der Elternabend, fragt man sich, ja, wer geht denn jetzt dahin? Denn Max hat die Annalena mit der Schippe gehauen. Aber keiner weiß mehr, zu wem die Annalena eigentlich gehört. Und Günni hat mit Sabine ein Date. Das ist die Mutter seiner Ex, das merkt Günni aber viel zu spät. Günni ist am heulenden Bab, sie hat einen neuen No, No, No. Das ist Wolle aus der Kita, der früher mit der Rita No, No, No. Janis fragt den Günni, bist du jetzt mein Stiefopa? Und Günni sagt, Moment, bevor er weiter flennt, bin weg von meiner Ex, was deine Mama war. Und bin zu Babsi hin, mit der hab ich ein Kind. Das ist der Maximilian und nicht die Leonie. Die ist vom Dieter, der sieht sie aber nie. Nein, halt jetzt doch, sie ist ja in Therapie, weil die Babsi ist ja weg, die dumme, blöde Kuh. Sag mir, Janis, hörst du mir überhaupt noch zu? No, no, no. Man muss das eine sagen. Hinzu kommt ja noch, das ist ja volkswirtschaftlich gesehen auch eine Katastrophe. Weil Trennungen und Scheidungen sind ein ganz großes Risiko für sozialen Abstieg in diesem Land. Alleinerziehende gehören zu der Gruppe der ganz großen Risikogefährdeten für Armut. Oh. Ja, bitte. Das war gerade so eine dicke Stimmung in der Bude und dann kommen Sie gleich wieder mit sowas. Ja.
Das kann doch nicht wahr sein. Ist so. Sie können nicht immer nur... Sie müssen mal ein bisschen optimistischer sein. Sehen Sie mal, gucken Sie, Deutschland steht kurz vor der Vollbeschäftigung. Wir sind so gesund wie nie zuvor, ja. Herr Rüther. Wir werden so alt wie nie zuvor. In Berlin hat neulich eine 66-jährige Drillinge gekriegt. Das ist nicht schlecht. In dem Alter muss man nachts sowieso häufiger mal raus. Ja. Sehen Sie, die Leute, die mal freuen. Und vor allem, wir sind so reich wie nie zuvor. Ja, aber darüber jammern ja die anderen. Ja, die jammern, sie haben einen Anlagenotstand. Oh, wir haben einen Anlagenotstand. Es gibt keine Zinsen mehr. Mario Draghi ist böse. Es gibt zu viel Geld. Zu viel Geld? Ja. Das Problem hatte ich noch nie. Das ist mal was Neues. Der hat jetzt also wirklich Herr Rüther recht, nicht wahr? Wirklich, wir haben so viel Geld, nicht wahr? Haben Sie mitgekriegt? Schon neulich eine Zeitung. Hier ganz um die Ecke. Hier um die Ecke. In Schwanei. Da kam in die Sparkasse. Haben die da sowas? Ja, also auf jeden Fall haben die. In die Sparkasse kam so eine Oma rein. Rechte Hand ein Kopfkissen voller Geld. Linke Hand eine Knarre. Stellt sich hin und sagt: Hin hoch! Ich will einzahlen. Okay, das haben jetzt nicht alle verstanden, merkt. Also wir haben so viel Geld, die Banken wollen das Geld nicht mehr haben. Wir können das anders erklären. Anderes Beispiel, vielleicht ein bisschen einfacher. Und zwar, ich war neulich in Münster hinterm Bahnhof. Da kam so ein Punker zu mir und sagte: Willst du meinen Euro? Ja, können Sie mir nicht folgen? Ja. Stichwort Niedrigzins. Niedrigzins? Ja. Gibt's gar nicht. Ich bin meistens im Dispo. Da zahle ich 10%. Wenn das Niedrigzins ist, möchte ich den Hohen nicht kennenlernen. Wenn ich in die Sparkasse reinkomme, machen die oben schon die Dispo-Kugel an. Ich allein hat die ganze Filiale am Kacken. Ich bin der Dispo-Queen. Herr Funke, Niedrigzins gilt für Ersparnisse. Es gibt jetzt auch schon den Negativzins. Negativzins? Ja. Was ist das denn? Da muss ich Zinsen zahlen, wenn ich Ersparnisse habe? Ja. Ja, das ist ja gut. Wenn ich mein Konto überziehe, muss die Bank mir Zinsen zahlen. Ich habe ausgesorgt. Nein. Ich kann von den Zinsen leben. Nein, da können Sie noch nicht von leben. Sie müssen weiterarbeiten, sonst können Sie sich die nächsten Kontogebühren überhaupt gar nicht mehr leisten. Nicht wahr? Das ist schon schwierig, muss man sagen. Ich bin ja neulich selber mal in so eine Bank reingegangen. Ich habe gesagt: Entschuldigen Sie bitte, ich will mein Geld anlegen. Was kann ich machen? Da hat der Typ gesagt: Kauf dir Kaninchen, die vermehren sich wenigstens. Ja, that's the future. Ja. Hier, gucken Sie. Die Situation ist eklatant. Viele Leute bringen das Geld ja gar nicht mehr zur Bank. Die legen sich das Geld mittlerweile wieder unter das Kissen. Ist in Deutschland so. Unter das Kissen. Und das ist auch scheiße. Jetzt kriegen sie den Kopf nicht mehr drauf. Die kriegen den Kopf nicht mehr drauf? Nee. Wie viel haben die denn? Da liegen die Deutschen. 2,50. 6 Billionen Euro Privatvermögen haben die Deutschen. 6 Billionen? Ja. Das sind ja 6.000 Milliarden. Haben die. Leute, da gehen wir nachher noch einen trinken, oder? Hä? Gut, okay. Wir bleiben dabei. Wenn Sie sagen, die Menschen, die sich hier versammelt haben, ja, sagen wir ja, das sind jetzt mal, das ist die deutsche Gesamtbevölkerung. Das ist Deutschland. So, jetzt muss man mal gucken, 6 Billionen, wie ist das verteilt? Ja? Wer hat was? Ja? Wem gehört's? So, und jetzt teilen wir das Publikum mal hier auf. Hier so in der Mitte. So, das ist so. Also auf jeden Fall, der Herr ist noch mit drin, der Herr mit der Brille. Darf ich Ihren Vornamen wissen als Vertrauen? Bitte? Winfried. Also der Winfried ist noch dabei. So, links. So, die linke Hälfte hier hat nix. Ja, so gut wie gar nichts. Die da oben, die letzten 4 Reihen, die 10% sind sogar total überschuldet. Deshalb sitzen die da oben am Notausgang. Ja. Brüder, Schwestern. Ja. So. Hier. Und jetzt. Interessant ist, ausgerechnet diese linke Hälfte, die nichts hat, ja, die besteht darauf, sich zu vermehren. 2 Millionen Hartz-IV-Kinder haben wir in diesem superreichen Land.
Ja, warum muss ich denn dann die Hälfte hier vermehren? Oh, Leute. Das muss doch nicht sein. Man kann doch auch mal Fernsehen gucken, oder? Also reißt euch am Riemen. Ja, eben nicht. So, und jetzt kommen wir mal hier zu dieser Hälfte hier. Diese jetzt. So, vor allen Dingen zu den ersten drei Reihen. So, die vorne, diesen 10% gehört so gut wie alles in diesem Land. Ja. Ja, die freuen sich und reibt sich die Hände, die Damen. Und ab Reihe 4, da beginnt so langsam schon die Mittelschicht bis da oben hin. Die Mittelschicht hat vor allen Dingen immer Angst, dass sie irgendwann mal darüber muss. Ja, die Mittelschicht schrumpft, ja, da oben fehlen schon ein paar. Ja. Und jetzt mal zurück zu Winfried. Winfried, das ist nämlich interessant, weil Winfried sitzt hier für die 0,1% der Superreichen in diesem Land. Da kommen nochmal 3 Billionen Privatvermögen obendrauf. Geschätzt für Winfried. Ja. Geschätzt, weil wir haben keine Vermögensteuer, deshalb muss das geschätzt werden auf 3 Billionen. 3 Billionen? Ja. Das sind 3.000 Milliarden Euro. Ja. Hat der Winfried. Winfried! Da siehst du gar nicht nah aus. Das ist ja Wahnsinn. Aber wobei, Moment, einen Moment, Winfried. Ey, ich meine, Deutschland hat doch insgesamt 2 Billionen Euro Staatsschulden. Ungefähr. Das heißt, der Deckel geht auf... Winfried! 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 Ole, ole! Winfried! Seht ihr? Und Winfried freut sich. Winfried freut sich. Winfried freut sich trotzdem. Er hat ein Lächeln im Gesicht, der Winfried. Der ist die Hoffnung für Deutschland. Winfried, komm, du hast einen Lauf, Winfried. Ja, sicher, weil er weiß, er hat zu Hause noch 1.000 Milliarden Euro auf der Kante liegen. Deswegen machen wir direkt weiter. Winfried, vielleicht kannst du direkt mal die 2 Millionen Hartz-IV-Kinder von denen adoptieren. Ja, Winfried? Blödsinnsvorschlag. Wo soll denn der Winfried 2 Millionen Kinder unterbringen? Vielleicht in so einem Steuerparadies auf den Malediven? Jetzt lassen Sie mal einen Winfried hier in Ruhe. Ich will ihm ja nichts. Der arme Winfried hier. Er will sich entspannen und ist ja nie gemobbt. Und die Männer werden hier immer mitgeschleppt in die Kulturveranstaltung. Der ist auch nicht freiwillig hier. Und jetzt sowas. Das ist doch so. Das ist doch so. Das ist doch die Wahrheit. Ja. Das ist doch die Wahrheit. Alle hacken sie auf unseren Superreichen in Deutschland herum, nicht wahr? Panama Papers hatten wir jetzt von Janosch. Bahamas Papers. Überall in der Karibik sind deutsche Steuerfahnder und unsere Superreichen müssen jetzt in der Karibik auf ihren Yachten als Boat People vor sich hin vegetieren. Und das Kapital, es ist so lichtempfindlich. Das ist ein ganz scheues Reh, das gedeiht nur im Dunkeln. Da haben Sie keine Ahnung von, das ist wie Hefe, Sie machen immer nur Quarkölteig. Da muss man nur einmal Fiskus rufen. Zack, ist es weg. Machen Sie sich keine Sorgen. Den Winfried um die 10% hier. Nein, Winfried. Ich bin bei dir. Ich trage dein Kreuz. Gib mir deine 3.000 Milliarden. Sie können hier wieder ganz ruhig schlafen, die 10%. Ja? Das Erste, was Schwarz-Gelb in NRW gemacht hat, Sie kaufen keine Steuer-CDs mehr. Ja? Ruhigen für Sie, ganz locker. Ja, aber das finde ich super, weil jetzt kann ich sie kaufen. Bei eBay sind sie alle reingestellt, die Steuer-CDs. Ich habe letzte Nacht zugeschlagen. Gucken Sie mal, ich habe hier eine Steuer-CD gekauft. Das ist Steuer-CD Paderborn Stadt Mitte. Das ist interessant. Für die etwas älteren Zuschauer unter Ihnen habe ich eine Steuer-LP gekauft. Oh. Ja. Ich weiß, das ist. Und für die Alleinerziehenden eine Steuersingle habe ich auch noch. Herr Felsen, Winfried, wäre ja mal eine Chance. Ja, sagen wir mal 3% Vermögensteuer, dann noch eine Finanztransaktionssteuer drauf. Ja, dann, das wäre super, dann könnten Sie alle anderen Steuersätze so gut wie streichen, alle anderen Steuerarten, dann wäre die Mittelschicht brutto für netto. Das wäre doch mal was. Das ist der Beweis. Karl Marx hatte recht. Ein Gespenst geht um in Europa. Und es heißt Rüther. Die 9-schwänzige Wagenknecht ist in ihn gefahren.
Lassen Sie es stecken, bitteschön. Was machen wir in Deutschland stattdessen? Wir machen in Deutschland aktive Erbehilfe. Ja, 400 Milliarden Euro jedes Jahr werden etwa in Deutschland vererbt. Daraus 6 Milliarden Euro Erbschaftssteuer. Das ist ein Steuersatz von etwa 1,5%. Da kann die Mittelschicht da oben sich nur drüber grinsen. Ja, wissen Sie, es ist doch so. Die Verteilung ist so. Und das ist ja auch ein Grund für viel Zorn und viel Wut in diesem Land. Die Verteilung in diesem Land. Die 10%, die lachen sich tot. Und die 90%, die zahlen den Deckel. Nee, Moment. Nee, hier, Winfried zahlt den Deckel. Hatten wir eben abgesprochen. Sie verstehen es nicht, nein, das ist 90% zahlen den Deckel. Was? Der Rest zahlt den Deckel? Ja, sicher. Das ist auch ein bisschen unfair hier, da, Leute, da müssen wir mal, hier, vor allem für die Leute da oben am Notausgang, für nachher, nach der Veranstaltung, hier der Winfried, der hat so eine Brille auf und eine blaue Weste an. Pass auf, das wird sich überhaupt nicht tun. Winfried ist völlig, völlig sicher, es wird sich gar nicht tun, es wird so bleiben. Diese 10% in Deutschland werden ihren Reichtum vererben und diese 90%, vor allen Dingen diese Hälfte hier, wird ihre Armut vererben. Ja? Das bleibt so, dann heißt es gut, bessere Bildung, das ist eine Aufstiegschance. Bessere Bildung, das wär's doch. Ja, aber bessere Bildung kostet ja auch Geld. Und wir haben so, diese 10% sind entspannt, die haben ihre Privatschulen und die Mittelschicht. Die hat Schiss, einfach nur Schiss, Abstiegsangst und die drehen langsam durch. Und dann heißt es manchmal so, oh, wir müssen was tun, unsere Kleinen, wir müssen was tun. Da heißt es schon, wir brauchen schon Abi-Vorbereitung in der Stillgruppe. In der Stillgruppe schon? Ja. Verstehe, bilingualer Unterricht. Für einige in der ganzen Panik, ja, ist es da schon zu spät. Die fordern Pränatalunterricht. Ja, es muss vor der Geburt schon losgehen. Was meinen Sie, warum viele Frauenärzte beim Ultraschall so unverständliches Zeug murmeln? Was machen Sie denn da? Ich bringe dem Fötus Latein bei. Woher wissen Sie, was bei mir da heranwächst? Kann ja auch eine Fötussi sein. Die Mädchen sind begabter in der Schule, die haben die besseren Noten, machen auch die besseren Abschlüsse. An der Uni sind sie auch mehr vertreten, 55% der Studierenden sind Frauen, da machen sie auch den besseren Abschluss. Brechen viel weniger ab, die Frauen machen alles besser. Aber nützen tut sie nichts, weil die Kohle kriegen wir. Aber gucken Sie mal, mit der Förderung, einige fangen so früh an. Ich kenne Leute, die haben ihren Spermien Beethoven vorgespielt. Bei mir Helene Fischer. In meinem Sack sind nur Führungskräfte. Nehmen Sie mal, bitte. Nehmen Sie es mal ernst, ja? Die Kinder von denen hier, viele Kinder von denen hier, das sind so, sagen wir mal, so Modell-Viertklässler mit Vollbart und LKW-Führerschein. Ja, die sogenannten Abgehängten, da will sich auch keiner so recht drum kümmern. Ja, weil Bildung, bessere Bildung, kostet mehr Geld. Wer braucht das? Die klammen Kommunen. Kommunen haben nichts. Ja, da heißt es dann oft, gut, ja, Übermittagsbetreuung. Ehrenamtliche können das machen. Ja, Rentner in die Übermittagsbetreuung. Gut, ich meine, wer den Kessel von Stalingrad überlebt hat, der schafft auch die Gesamtschule Bottrop. Ja. Ah. Nein, das geht so nicht. Das geht so nicht. Ja. Ja, aber die Schulen sind ja der Reparaturbetrieb unserer Gesellschaft. Alles müssen die Schulen machen, unsere Lehrer und Lehrerinnen vor allem. 70% Frauen, nicht wahr? Was haben die für einen Stress, nicht wahr? Das sind Action-Heroes, die wir da haben. Bruce Willis, den brauchen wir in Deutschland nicht. Wenn ich Stirb langsam sehen will, gucke ich mir eine deutsche Lehrerin an. Die sind Menschen ohne Nerven. Gerade in den Brennpunktschulen, ja, wo sich die Probleme konzentrieren. Ja, da beginnt der Unterricht. Sie versuchen noch, die Sprache unserer Kinder zu sprechen. Die Sprache von Bushido und Kollega. Jo, 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 jo. So, Hefte raus und eure Namen drauf. Ihr hattet alle Hausaufgaben auf. Kevin, in Deutsch sieht es gar nicht gut aus. Eine 4 ist das, was du brauchst. Hier, Vanessa kriegt wieder nix mit in ihrem Nutzen-Outfit. Was heißt Brettfett? Das ist nicht nett. Rauschet und trägst wieder Poser-Ausschnitt. Ihr kam nicht vor in der Pädagogik. In der Theorie ist Gruppenarbeit schick. Geht nicht, weil Ahmed immer austickt und Juri haut zu.
falls mein Gameboy ausgeht. Kevin, das Fenster ist kein Ausgang. Ihr bleibt hier drin, hier darf keiner raus. Mann, ich hab so einen schönen Stundenverlaufsplan, den ich aber jetzt in die Tonne treten kann. Kevin, hau Vanessa nicht auf die Nase. Wir sind in der Problemfindungsphase. Vanessa, wo sind Desiree und Silvio? Machen blau und Erkan Dito. Blödes Kind, wo wir im Stoff ganz hinten sind. Klingelingeling, Pause beginnt. Guck, wie schnell die alle sind. Oh, Sven, lass das sein. Vanessa, man sieht dein Arschgeweih. Migrationshintergrund, dieser Job ist nicht gesund. Konferenz, Erkan schwänzt. Morgen schon, Schulinspektion im Augenblick. Bekämpfe ich den Wunsch, der wie jeder sehen kann, in meinen Augen blitzt. Beim Elterngespräch wird der Alte frech, einfach Waffe ziehen, dann ist Frieden. Ein Standgericht für die Unterschicht, Gewalt ist nicht mein Ding, versuche ich mir einzureden. Lächerlich, ich puste euch weg, zeigt die Pädagogik, die in der Magen umsteckt und mich den Elternsprechtag vergessen lässt. Der Alte kommt nicht und auch nicht seine Ex. Mache ich einen Hausbesuch und dann sehe ich mir die Eltern an. Kurz darauf liegt mein Kopf neben der Toilette. Nie gedacht, dass Kotzen die Karriere rettet. Oh, oh, Kinderlein, komm bitte wieder alle rein. Klingelingeling, Stunde beginnt. Guck, wie langsam alle sind. Oh, Sven, lass das sein. Kevin, komm jetzt wieder rein. Und hör auf, Nicole zu hauen. Hol den Referendar vom Baum. Oh, oh, oh. Doch eines sagen. Herr Rüder, Sie müssen sich nicht immer ärgern, wenn Ihnen ein Vogel auf den Kopf kackt. Ja. Freuen Sie sich doch einfach mal, dass Elefanten nicht fliegen können. Und das gilt für die ganze Welt. Wir brauchen mehr Optimismus, verstehen Sie? Ja. Die ganze Welt ist durcheinander. Mit Optimismus und Frohsinn. Ich sage immer, statt Wut und Hass mehr Mut und Spaß. Dann läuft's. Dann läuft's. Ja. Ich schwöre. Ja. Sehen Sie. Nehmen Sie hier sowas, ist egal, ob große sportliche Veranstaltungen oder sowas, den ESC. Jedes Jahr gucke ich den ESC, nicht wahr? Weil da doch die Kulturen zusammenkommen, die singen und tanzen und haben... Meinen Sie diesen Eurovision Song Contest? Ja, sicher. Den Grand Prix Eurovision de la Chanson de la République. Da ist auch nicht mehr darauf Verlass vor. Nichts ist mehr Verlass. Wir Deutschen werden immer Letzter. In diesem Jahr wurden wir Vierter. Was ist das denn? Das war total durcheinander. Nächstes Jahr schicken wir Martin Schulz, dann werden wir wieder Letzter. Oder Andrea Berg. Nein, nicht Andrea Berg. Nicht diese Schlager-Troller. Nein, das können Sie nicht machen. Nein, keine Schlager. Schlager, das ist doch eh nichts als Eskapismus. Deshalb heißt es wahrscheinlich ESC. Schlager, das sind doch Ohrenstützstrümpfe für akustische Butterfahrer. Nee, gar nicht Ohrenstützstrümpfe für akustische Butterfahrer. Herr Rüther, wenn es um Andrea Berg geht, ne? Auf die lasse ich mal so gar nichts kommen. Muss ich sagen, wollte keiner sagen, stand im Text. Bei Andrea Berg muss Ihnen doch das Herz weit aufgehen. Hä? Mir? Ja, Andrea Berg ist die letzte deutsche Interpretin, die in ihren Texten knallharte politische Analyse abgibt. So ein Quatsch. Doch, ich sag immer Andrea Berg, das ist der Hannes Wader des deutschen Schlagers, nicht wahr? Beleidigen Sie diesen Mann nicht. Ich kann's beweisen, als Donald Trump gewählt wurde, hat die Berg im Radio sofort dieses Lied gesungen. Du hast mich tausendmal belogen. Als die Flüchtlingswelle kam, hat sie extra dieses Lied komponiert. Ein Schiff wird kommen. Das ist die einzige, die man ein Lied darüber geschrieben hat, was die Merkel in Wirklichkeit über den Lindner denkt. Ich schieß dich auf den Mond. Oh, das ist unerträglich. Lassen Sie das sein, bitte. Quälen Sie die Menschen. Bitte, wenn wir da was reißen wollen bei diesem Wettbewerb, meine Herren, wenn wir Deutschen dort dauerhaft gewinnen möchten, dann müssen wir mit ganz anderen Mitteln antreten. Meine Herren, da haben wir eine sehr große Chance. Ich sage Hochkultur mit Hochkultur. Werden wir dort
reüssieren, meine Herren. Rumzuwedeln, das ist Beethoven, Sekretär. Das ist Beethoven, aber das sind 600 Leute, die gerade einpennen. Sei's drum. Hören Sie mal, ich rede über die Verbindung, über die Freundlichkeit, das Miteinander der Staaten, der Völker und Kulturen. Da können Sie doch nicht so ein halbes Totenlied vom Beethoven daher trällern. Sie müssen die Komponisten zu Wort kommen lassen, die wirklich Freude vermitteln. Verstehen Sie, haben wir in Deutschland. Hier, der eine, der könnte mal beim ESC mitmachen. Der würde sofort gewinnen, nicht wahr? Das ist der, passen Sie auf, ich spiele Sie mal vor, wenn Sie einen Moment Zeit haben. Das ist der, der hat mal ein Lied geschrieben. Der hat geschrieben, der Deutsche, der kann sehr, sehr freundlich sein. Der geschrieben hat, der mal, wenn er den richtigen Partner hat. Wenn Sie einen Moment Zeit haben, warten Sie mal ganz kurz. Ob mit Dauerwelle oder Länge auf die vierten Hand. Du siehst einfach super aus. Ich kann es echt nicht packen. Ob im Regen kippt oder nur mit Deckchen, wie braun gebräunt. Und nachts konnte ich dann nicht schlafen. Und wenn, dann hab ich nur von dir geträumt. Ich hab jetzt ein Bello. Yeah, und ich will jetzt so sein wie du. Du schaust immer nur blöd in der Gegend. Ey, das bin ich voll aufregend, ey. Bella, du bist nicht ein Köter für mich, doch manchmal schaust du mich an und dann denkst du, Mann, oh Mann. Ist er noch da? Ja, du bleibst ewig da. Der Fressnapf hat dich überzeugt. Wir wollen auf ewig zusammenbleiben. Hör auf. Das reicht. Hör auf. Bochum! Bochum! Hunde nehmen in den Arm! Hunde geben! Guten Morgen, Hunde weinen heimlich! Ist das hier ein Irrenhaus? Hunde sind Tiere. 7 Millionen Köter rennen in diesem Land herum. 7 Millionen. Die Hälfte der Deutschen glaubt, Beethoven sei ein Hund gewesen. 500.000 Tonnen Hundekacke jedes Jahr auf unsere Bürgersteige. Und der Hund heißt Hund, weil er kackt und weil er pisst. Und der Hund... Mahnwachen! Mahnwachen für Chico! Chico, diesen eingeschläferten Killerhund! Mehr als 10.000 Hundebisse jedes Jahr in diesem Land. Und dann immer diese Rudelchöre. Das macht er sonst nie! Auf Sylt gibt es Strandkörbe nur für Hunde. Hinterm Horizont geht's weiter. Aus! Vom Chinesen lernen heißt Essen lernen. Ah!